Hallo zusammen, ich bin der Dario. Vor 10 Jahren hatte ich Krebs. Aber jetzt bin ich wieder gesund. Darum wollte ich nicht über mich reden, sondern über die Kinderkrebshilfe und was sie so macht. Wenn wir Kinder Krebs bekommen, dann ist das für alle, die betroffen sind, sehr schwer. Das ganze Leben wird auf einmal komplett auf den Kopf gestellt. Wir holen die ganze Familie ab und bieten wirklich für alle etwas. Für die Geschwister, für die Mütter, für die Väter, für die Ehepaar zusammen. Auch zum Beispiel psychologische Hilfe, das bieten wir auch an für die Ehepaare. So ein bisschen untereinander, miteinander geht es besser. Ich bin Kinderreporterin. Ich zeige euch jetzt, wie es in einem Erlebnislager ist. Kommt jetzt mal mit. In der Erlebniswoche sind wir Kinder immer ganz unter uns, ohne Eltern. Zusammen unternehmen wir tolle Sachen, gehen viel raus und erleben den ganzen Tag Abenteuer und Spiele. Die Gruppe von uns ist total gemischt. Es sind Kinder, die selber Krebs hatten, aber auch Kinder mit einem krebskranken Geschwister in der Familie. Es berührt mich eigentlich auch zu wissen, das ist eine Organisation, die wirklich hilft. Also ich denke immer, ich habe das Glück, so in der Familie nicht mit dem bis jetzt konfrontiert zu worden sein. Das ist wirklich ein Glück. Und gleich ist es wie eine Lebensschule, habe ich auch schon fast ein bisschen das Gefühl, eine Bereicherung, in eine solche Organisation hineinzusehen, dürfen mitschaffen, dass man so weiss, da ist bei allem, was kommt, ist irgendwie jetzt bei Kinderkrebshilfe wirklich eine Stütze da, ja. So, jetzt sind wir im Kinderspital Zürich. Wir besuchen Sascha. Er ist heute mit seiner Mutter hier, weil er eine Nachkontrolle hat. Hallo Sandra, geht's gut? Der Sascha war 3,5 Jahre alt, als bei ihm ein Leukämie ausgebrochen ist. Dank der Stammzellen von seinem jüngeren Bruder Björn ist er aber wieder gesund geworden. Fast 7 Wochen lang am Stück war er mit seiner Familie im Spital. Er hat eine Knochenmarktransplantation gebraucht. Also da ist Kanzler da. Und im Eis bin ich. Hier war Vanessa und dort Daniel. Und es war immer ziemlich langweilig. Ja, man konnte fast nichts machen, nur im Bett liegen und Fernsehen schauen. Wir aber können etwas machen, nämlich mit der finanziellen Unterstützung von den Leuten, die medizinische Hilfe geben und von den Leuten, die diesen Kindern eben auch wieder Hoffnung geben. Bei dieser Benefizveranstaltung am 30. Juni steigen ja die beiden Eishockey-Mannschaften auf den grünen Rasen und spielen Fußball von der Sportanlage Rheinau in Bux. Anfangen tut es zuerst aber mit einem Apro-Lunch mit den Sponsoren, dann am 11. eben mit einer Autogrammstunde, sehr interessant sicher, eben mit den Spielern vom HC Davos. Dann mit der Roadshow an einem Fußballtraining für jedes Kind. Ja, sicher sehr interessant. Und dann wird das Team vorgestellt. Und dann geht es eben auf den grünen Rasen in die Hose. Ein Fußballspiel zwischen dem HC Davos und dem SC Rheintal. Zum Schluss gibt es dann eben auch noch ein Festprogramm mit dem Trio La Luna. Und wer da nicht teilnehmen kann, wer keinen Eintritt zahlen kann und das eben kann unterstützen, der kann jederzeit immer auch einen Sponsoren oder einen Spendenbeitrag hier auf dieser Adresse abgeben.